Moin Leute, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Wir sind heute das allererste Mal unterwegs am Mittellandkanal. Oh ja. Nach der Schonzeit. Sind richtig heiß. Auf Hecht hat es ja schon geklappt. Der Julian. Ja. Für mich leider noch nicht, aber die Saison ist ja noch ganz jung. Ja, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen. Erster Versuch auf Zander. Sieht super gut aus, die Bedingung. Also die ist eine richtig schöne Suppe. Immer gut für Zander. Regnerisch bewölkt. Also könnte klappen, oder? Ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass das klappt. Mit Floris Vertikalmethode, denke ich mal, werden wir jetzt einen Zander rausholen. Genau. Ich hoffe, wir können euch einen Zander zeigen und ja, wünschen euch viel Spaß beim Video und bis dann. So, ein legendärer Köder. Damit starte ich jetzt. Schon viele Zander gefangen. Hoffentlich klappt das heute auch wieder. Erster Fisch ab. Und ab. Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Richtig guter Zander. Leider wieder ausgestiegen. Arg. Beim Griff zum Kescher, Klassiker. Da kommt der Julian. Angerannt. Verdammt. Scheiße. Das wäre es gewesen. War ein guter. Ja? Ja. Ja, der eine gute war ordentlich krumm, ne? Ja, waren Mitte 50er, Anfang 60er vielleicht. Aber du hast ihn gesehen? Ja, war kurz an der Oberfläche, dann ist er ausgestiegen. Er war richtig angehauen. Ja. Keine Ahnung, warum der nicht hing. Arg! Naja, weitermachen. Weitermachen, ja. Hab ein! Keschama? Hä? Keschama? Oh, ein süßer. Ganz süßer. Achtung, meine Rute liegt da, ne? Ja. Oh, immerhin ein Schneidert. Ja. So, Leute, ich würde mal sagen, der Bann ist gebrochen und Flora hat sich endlich entschneidert. Ja. Kleiner untermaßiger. Ganz kleiner spritziger, ne? Schmeiß mal schnell wieder zurück. Ja. Oh. Aber immerhin Fisch. Ey, und ich hatte ja gerade einen richtig schönen Fisch drauf, der leider wieder ausgestiegen ist. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auf der Brustcam nicht gesehen. Da war ich nämlich gerade so zur Seite. Ist er wieder ausgestiegen. Ja, aber ein paar Meter weiter, wieder ein Zander, ein kleiner Schniepel, aber egal, freue mich, endlich ist der Bann gebrochen. Ja, und die Fische beißen. Ja, ich habe irgendwie gerade echt eine Durchstrecke, ich habe so lange keinen Fisch mehr dran gehabt, keine Bisse bekommen, gar nichts, alle anderen haben gefangen, bei mir ging nichts, aber ja, ich freue mich. Jetzt geht's wieder erste los. Erster Zander der ersten Saison, kurz vor der Schonzeit hatte ich ja noch ein paar, aber da war ja noch die alte Saison, also nicht für dieses Jahr der erste Fisch, sondern für diese Saison. Ich hoffe, es kommen noch viele weitere. Geil. Ja, wir ziehen weiter durch. Wir ziehen weiter. Sehr gut. Vielleicht kommt da noch ein großer. Ja. So, ich habe Julian jetzt noch mal einen anderen Köder hier gegeben. Ja, hoffentlich geht das bei mir auch. Ja, schöner Braunton. Schön schlank, nur Action Chat. Sieht doch gut aus. Das könnte klappen. Ja. Ja. Ja, hoffentlich kommen noch ein paar Bisse. Schöner Zander wäre natürlich cool, ne? Ja, aber Mann, mich ärgert das ein bisschen, dass ich den ersten da verloren habe. Ach, komm mal. Der war richtig gut. Ja. Ja, das ist immer ärgerlich. Vor allen Dingen, wenn man so eine lange Durststrecke hatte und dann hat man einen dran und dann geht der wieder. Da kommt auch noch Hecht dazu, ne? Genau. Aber, ja, Jana ging es ja auch nicht besser, ne? Jana hat einen schönen Hecht noch dran. Das tat richtig weh. Und dann ist er wieder ausgestiegen. Ja, ist halt so, ne? Aber ich sag ja, die Saison ist noch jung, da kann auch echt viel passieren. Ja. Vielleicht kommt noch mal irgendwas richtig Geiles dieses Jahr. Ich hoffe. Schauen wir mal. Ja. Ja, aber ich bin wieder zurück in meinem Element, mein Kanal. Ja, Kanalangeln ist halt einfach geil.
Klasse, weil wir einfach, seit wir den Schein gemacht haben, gehen wir an den mittleren Kanal. Ja, ja. Und irgendwie hat es von Anfang an Spaß gemacht und man hat relativ schnell Erfolg gehabt. Wir haben relativ schnell gute Barsche gefangen und irgendwie war man dann einfach drin. Ja. Haben angefangen, uns das mit dem Köderfischangeln anzueignen und so. Und das ist einfach irgendwie so ein Gewässer, an dem man entweder viel gelernt hat. Ich sag mal so, entweder man liebt es oder man hasst es. Weil ich höre ganz oft von Leuten, ach, Mittellandkanal, nee, da war ich einmal, da habe ich nichts gefangen, habe ich nie wieder hingegangen. Ja, die Leute sagen immer, alles ist auch strukturlos, wo soll ich da fischen und solche Sachen, aber eigentlich kann man am Kanal überall man fischen. Man sieht es ja, an der Spundwand sind die Fische. Ja, und dann gibt es halt Ecken, wo sie dann in den Bereichen stehen, wo halt ein bisschen Struktur ist, wo es dann doch mal flacher ist oder wo dann Steinschüttung ist zwischen der Spundwand. Ja, vor allen Dingen Steinpackung darfst du auch nicht unterschätzen. Ja. Ne? Das ist ja ein ziemlich ausgeprägter Lebensraum für viele Tiere und Futter und alles Mögliche. Ne? Ja, das stimmt. Da ist echt viel los. Also Futtertiere, nicht Tiere und Futter. Ja. Futter spielt da nicht rum, das lebt noch. Ja, gut. Ja, wir machen weiter. Wir haben nur so ein paar Stunden, ne? Weil genau, 3 Stunden. Ich gehe nämlich nachher noch mit Julian jagen. Das ist halt noch der Plan. Der war gestern schon unterwegs. Ja. Hat ein Schwein geschossen. Genau, gestern mein erstes Schwein geschossen. Ja, richtig cool. Habe eigentlich auf dem Bock gesessen, habe erst Dammwild vorgehabt. War dann schon mal so, hatte dann Spießer davor, aber keinen Schmalspießer. Habe den laufen lassen dann. Und ja, wollte dann aber auch nicht abbauen, weil ich dann dachte, Mensch, lass das Dammwild erstmal vorbeiziehen, guck dir das in Ruhe an. Dann gucke ich nach links. Und auf einmal standen da dann 3 Schweine und dann habe ich die Überläuferbache rausgeschossen, die erste, und 30 Meter hat sie gemacht und dann lag sie. Also so wie es sein soll, ich bin echt sehr happy gewesen. Ja, genau. Und ich komme dann heute nochmal mit, das erste Mal auf der Jagd, setze mich neben Julia mit dem Fernglas und spotte. Ja, und ja, der Plan ist dann einen Bock zu schießen, ne? Genau, das war gestern nämlich eigentlich auch der Plan, den Maibock zu schießen, sozusagen. Naja, vielleicht kommt er heute. Ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Das wird richtig spannend. Coole Sache. Bestimmt spannend. Ja. So, wir angeln erstmal weiter auf den großen Zander. So Leute, heute hat Flore den Spieß mal ganz dezent umgedreht. Man hat jetzt gerade schon wieder einen Zander gefangen und der sieht sogar diesmal gut aus. Von der Größe. Oh, der ist giftig. So, untermaßig, ganz knapp. Deshalb wieder schnell wieder zurück. Ja. Ja, Leute. Dritter Fisch. Richtig gut. Zweiter, den rausgeholt hast. Der zweite, den ich rausgeholt habe. Der erste, der hätte sein müssen. Das war ein richtig guter. Aber der war ja auch richtig schön, ne? Ja. Aber was hat der? Wir haben kurz rangehalten. 47, 48. Also knapp untermaßig. Ja. Ja. Naja, aber der Köder hier fängt. Das läuft. Der hat es wieder gebracht. Oh, hat er sich ja auch schön runtergezogen. Ja. Ja, den wollte er haben, ne? Ja. Richtig gut. Ja, wollen wir mal gucken, ob es noch so weitergeht. Ein bisschen haben wir ja noch, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch, ja. Bis der Rehbock auf uns wartet. Oh ja. So, ja gut. Also, wir melden uns dann, wenn Flore den nächsten Fisch dran hat. So, wir haben gerade eine kleine Pause gemacht. Du bist schon wieder am Angeln. Ja. Macht dir ein paar Würfe an der Spundwand lang. Ja. Wir werden jetzt die Seite mal wechseln. Die andere Seite da mal abfischen, ist noch komplett jungfräulich. Ja, da habe ich auch ein gutes Gefühl. Ja, ne? Vielleicht kriegt Julian jetzt noch einen Fisch. Wäre ja echt schön. Ja. Ja, Jana ist heute übrigens nicht dabei. Die muss ihre Bachelorarbeit fertig schreiben. Die hat, glaube ich, in 4 Wochen Abgabe. Ja, hat noch einiges zu tun. Bachelorarbeit. Ja. Du schreibst ja auch gerade, ne? Ja. Erinnere mich nicht daran. Ja. Und ich habe heute erschreckenderweise festgestellt, dass meine Bachelorarbeit schon 6 Jahre zurückliegt. Weißt du warum? Mir das auch. Ich habe deine Bachelorarbeit angeguckt vorgestern. Ich hatte irgendwas nachgeguckt bei dir. Okay. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas wollte ich gucken und dann habe ich mir die mit hochgenommen an den Rechner. Und? Naja, so viele Quellen sind nicht drin, ne? Nee, das ist so lustig. Ich gucke so dein Quellenverzeichnis an, gucke so meinen ersten Teil meiner Bachelorarbeit und habe mehr Quellen in meinem ersten Teil. Ja, aber es ist halt auch ein komplett anderes Thema. Ja, ja, meinst du, mein technisches Thema, und ich habe ja eine, also ich habe ja so eine Energiebilanz gemacht, ne? Und ja. Ja, genau, du hast relativ viel gerechnet und so. Genau, ne? Da sind viele Formeln drin und viele Grafiken und so ein Kram. Das habe ich halt weniger, ne? Ja. Bei mir ist halt einfach ein Teil Literaturrecherche und dadurch kommt halt einfach unglaublich viel zusammen.
Na gut, genug Real Talk. Ja. Wir angeln weiter. So, kleines Update. Ja. Wir sind jetzt mal einmal komplett hier die Seite lang gelaufen. Bis auf einen, bis bei dir. Ging jetzt, ne? Nee, sonst gar nichts. Ja. Wir haben eigentlich auch noch vor, mit Wobbler nochmal an der Schmundwand lang zu laufen, aber da ist relativ viel Zeug auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ne? Das ist immer nervig. Dann hat man das im Vorfach hängen und muss das rausziehen und das nervt immer. Ja, müssen wir mal hinten schauen an dem langen Stück, ob da vielleicht ein bisschen weniger ist oder ob da noch mehr ist. Weil da kann man auch richtig gut gehen, ne? Da kann man gut gehen. Hier ist nämlich gar nichts an diesem kurzen Stück. Ist komplett frei, aber da hinten dann ist alles voll. Alles voll? Alles voll. Vielleicht werfe ich hier mal einmal einen Wobbler lang. Ja, probier das mal. Ein Barsch? Ja. Vielleicht. So, und du hattest einen Biss bei Absinkphase irgendwie, genau, ne? Richtig. Den Rollenbügel nicht offen, sondern hatte halt einmal so hochgezogen und habe es dann wieder so langsam runtergehen lassen. Aber und dann beim Absinken ist es so wie so ein Barschbiss. Aber ich hatte die war nicht konzentriert, hatte die Hand nicht richtig dran und dann konnte ich nicht anschlagen. Ja, Leute. An der Schmundwand ging jetzt wieder nichts. Deshalb gehen wir jetzt mal mit dem Wobbler lang. Genau. Jonas, hast du dann schon angebaut, ne? Ja. Hast du da so einen kupferfarbenen? Genau, so ein. Der ist schon super, super, super alt, der Wobbler. Den habe ich mir mal, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren gekauft. Genau für diese Taktik. Und da habe ich schon ordentliche Barsche mit gefangen, auf jeden Fall. Oh ja, yeah, und ich mit dem hier. Da-daum. Mit dem Grünen hier. So, sind erstmal die erste Tour jetzt gelaufen, kein Kontakt, aber jetzt sind wir hier am Übergang zur Steinpackung und Julia macht jetzt erstmal einen Jigspinner rauf. Ja. Und ziehen wir da nochmal lang, gucken, ob das klappt. Wo habe ich denn? Hat schon öfter mal den einen oder anderen Fisch gebracht hier, die Stelle. Ja, diese Kante, ne, mit der Steinschüttung, ist gut. Welche Farbe nehme ich denn? Grün. Diesen meinst du? So Neongrün. Oh yeah. Zeig doch mal. Der ist auch schon richtig abgerockt. Geil. Der hat schon einige Fische gefangen. Das muss doch klappen. Boah, der Fluorocarbon ist ja richtig lang. Ja, und zwar habe ich heute wie lange geschlafen? 3 Stunden. Und habe ich keine Zeit, neue Vorfächer zu knüpfen. Ich war ja lange nicht Spinnfischen, deswegen hatte ich keine vorgemachten. Ich hatte nur noch dieses eine Vorfach. Und ich weiß nicht mehr, warum das so lange ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, da habe ich wahrscheinlich an der Elbe oder so? An der Elbe mitgefischt. Und da mache ich das immer relativ lang, weil man da halt immer so viel an den Steinen lang schubbert und so. Und dann will ich mir nicht die geflochtenen machen. Und dann mache ich die Vorfächer immer so lang wie möglich. Also das hat ja keinen Nachteil, wenn man sowieso mit schweren Wobblern wirft oder ja, so. Ja, genau, dann geht's ja. Jetzt aber bei sowas ist es natürlich jetzt, super jetzt blöd. Jetzt ist natürlich blöd, ja. Aber trotzdem der perfekte Wurf. Genau an der Kante lang. Auch schon einen Zander hier gefangen auf Jigspinner. Stimmt, in einem Video sogar, glaube ich. Ja, ne? Ich glaube sogar eins der ersten Videos so. Oh, wir haben jetzt im Mai voll das Aprilwetter, ne? Ja. Sonne, Regen, Sonne, Regen. Oh ja, diese Schauer, ne? Das hat vorhin so heftig geregnet. Zum Glück waren wir da noch nicht angeln. Ja. Sieht sich mal an wie Bisse, wenn man da auf dem Boden tockt. Mhm. So, ich probiere es jetzt auch mal. Nicht nur zugucken. Brauchen wir jetzt auch einen Jigspinner ran und dann geht das los. So Leute, jetzt gibt es das Outro vom Gartenteich. Ja, genau. Wir konnten eben leider nicht mehr filmen, weil es war einfach zu windig. Und das Mikrofon, das macht das nicht so mit. Dann ist da nur Rauschen und Knistern zu hören. Deshalb jetzt hier, immer noch vom Wasser. Okay, stimmt.
Ja, nee, war ja ganz gut heute. Ja. Guter Saisoneinstieg für Zander. Ja. Ausgleich haben wir geschafft. Ausgleich, ne? Julian hat den Saisonstart mit 2 Hechten und einem Aufsteiger begonnen und ich auch mit 2 Zandern und einem Aufsteiger. Also hält sich die Waage. Hält sich die Waage, ne? Jetzt musst du noch nachholen mit Zander. Ja. Ich muss noch mal nachholen mit Hecht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hat ja gerade erst begonnen die Saison. Und ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Ciao.